Nach einer erholsamen Nacht und den ersten Anzeichen von Muskelkater geht es zurück auf den Rücken der Pferde. Zeit, euch ein wenig über die Pferde und meine Gruppe zu erzählen. Mit mir reiten Jill und Sophie aus England sowie Aina, Beat und Roland aus Amerika. Da wir meist mehrere Stunden am Tag im Sattel verbringen, bin ich sehr dankbar für die äußerst bequemen und typisch spanischen Sättel. Die Zäumung ist auch für mich zu Beginn etwas ungewohnt. Annemarie erklärt uns gleich zu Anfang der Tour, dass wir vorsichtig und mit Bedacht mit dem Zaum umgehen sollen. Eine starke Einwirkung ist aber nie vonnöten, da die Pferde leicht zu handeln sind. Mir wird bewusst, dass nicht wir in Deutschland mit unseren doppelt gebrochenen Gebissen die Maßstäbe für die Welt setzen. Andere Länder, andere Sitten und eben auch anderes Equipment. Alle sind erfahrene Reiter und einige haben bereits mehrere Touren zu Pferd hinter sich. Auch wenn ich im Vorfeld niemanden aus der Gruppe kannte, bekommt man schnell das Gefühl, mit alten Freunden zu reiten und das, obwohl wir alle völlig unterschiedlich sind. Bis auf eines, wir alle lieben Pferde. Im Vorfeld habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie es den Pferden auf so einer Tour wohl so ergeht und wie sie während der Ritte versorgt werden. Gleich am ersten Tag hat man gemerkt, wie sehr José seine Pferde am Herzen liegen. Und auch Annemarie hat erst Feierabend, wenn sie die Pferde versorgt weiß. Da wir unser Quartier jeden zweiten Tag wechseln, haben auch die Pferde während der Tour verschiedene Ställe, in denen sie untergebracht sind. Nach jedem Ritt werden sie abgeduscht und ihr Zustand wird gecheckt. Selbst ein Schmied gehört zum Team, der wann immer es nötig ist, sich der Hufe der Pferde annimmt. Jedes der Pferde ist immer nur eine Woche lang im Einsatz. Nach der Tour kommen sie auf eine große Weide am Gestüt und haben immer mindestens eine Woche Pause, bis sie nach einem eingehenden Check für die nächste Tour eingesetzt werden. Die Pferde sind das Herzstück der Touren. Und für mich ist Gallardo schon längst nicht mehr nur das Pferd, das mich durch den Urlaub trägt. Ich habe ihn gern und vertraue ihm. Und wie es mir scheint, er mir auch.